Okay. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, nochmal zu Deckbottom. Zurück zu einem neuen Part. Goodbye, Deponia, mit dem Zwergfürst. Wir haben ja einen Mantel, der den Bosor aber nicht nehmen will. Oder wie war das? Hier, ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja. Was ein echter Pirat ist. Und ein Pirat. Wer hatte denn den Quatsch eingeredet? Naja, eigentlich warst du das. Ach, herrje, wenn man blöd fragt. Es ehrt mich, dass du... Aber sie... Komm schon. Bah, ich bleib und wenn... Hier. Okay, ich glaube, das war mit ihm. Ich glaube... Wer hatte denn... Naja. Ach, herrje, ist... Aber sie... Komm. Bah, ich bleib und wenn ich... Das war die Sache mit den Schüttelbocken. Und der will es nicht. Willst Geld haben. Guck mal. Ich habe etwas Geld gefunden. Prima. Dann kannst du ja endlich deine Schulden zurückzahlen. Was denn für Schulden? Erstens die 60 Slotti, die du von mir geliehen hast. Und dann hast du um weitere 60 Slotti gewettet, dass es sich bei dem Aktenvernichter um einen Wunschbrunnen handelt. Das war ein Wunschbrunnen. Ich habe mir gewünscht, dass wir quitt sind. Und jetzt rechne mal nach. Aha, Münzgeld muss man kriegen für den Pastetenautomaten. Da habe ich ja noch keine Idee. Tasche. Da sind nur noch Scherben drin. Hoffentlich bringen die wenigstens Glück. Wo kriegen wir Münzgeld her? Wir haben Papiergeld. Vielleicht können wir irgendwo in einen Automaten reinstecken und der wechselt das uns dann, oder? Wie sieht das aus? Nichts da, Rufus. Ich brauche den Drittelschrauber für die Operation. Und ich brauche ihn, um ihn wahllos mit Gegenständen zu kombinieren. Ganz ich richtig. Sagte, Finger weg. Ist ja schon gut. Geld austauschen. Nichts da, Rufus. Ich brauche den... Und ich... Ist ja schon... Ich dachte doch, das ist irgendwie bestechlich. Hätte ja sein können. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Meine Zimmernummer ist die 5. Zimmer 5. Echt jetzt? Sie arme Wurst. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne etwas essen. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Was soll die blöde Frage? Da steht doch sowieso nur Lapskaus drauf. Sie haben scheinbar das Kleingedruckte nicht gelesen. Sie können wählen zwischen Lapskaus aus Fischabfällen und vegetarischem Lapskaus. Aus Abfällen, die zwar nach Fisch riechen. Aber tatsächlich gar kein Fisch drin ist. Die Qual der Wahl. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Hunger. Gute Wahl. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Oh, okay. Verwählt. Kein Problem. Jetzt können wir Lapskurs bestellen. Interessant. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Die 1. Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte was zu essen bestellen. Ich würde dann gerne dinieren. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Ich wähle den Lapskaus aus Fischabfällen. Na gut, ist ja Ihr Leben. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Seien Sie bitte pünktlich. Im Restaurant wimmelt es von Kakerlaken. Und der Lapskaus liebt es, die Viecher quer durch den Raum zu jagen. Ja, schon gut. Geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Kommandant Lars spielt Art of War. Denken Sie dran. Zimmer 1, Cletus. 12 Uhr, Cletus, Lapskaus, Schaufel, Müllsack. Ist notiert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr, alles klar. Haben Sie vielen Dank. Na, sehr schön. Okay, 12 Uhr, jetzt müssen wir die Uhr auf 12 drehen. Nicht wirklich, oder? Ich kann mich an die Uhr erinnern. Das war gerade dahin gesagt. Das war so. Das war einfach so gesagt. Das ist jetzt wirklich Bestandteil des Rätsels. Hier die Uhr auf 12 zu drehen. Am besten mit der Schraube dort hinten. Warum denn auch nicht? Zimmerschlüssel. Was hat einen Bart und öffnet jedem die Tür? Eine Mutter. Okay, mit dem Zimmerschlüssel geht das nicht. Wir brauchen einen Schraubendreher. Wer braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat? Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Ja.
Das ist nix. Gucken Sie vielleicht. Was findet man häufig am oberen Ende einer Weinflasche? Eine Mutter. Oder auch nicht. War eine Idee, dass man es vielleicht damit machen könnte. Tja, vielleicht mit Shampoo und... Läuse, Schuppen, Haarausfall. Tja, der Vorbesitzer dieses Kopfkissens hätte ein besseres Shampoo benutzen sollen. Vielleicht können wir das Shampoo... Was findet man in keinem Drogeriemarkt der Welt? Eine Mutter. Vielleicht können wir das Kopfkissenbezug... Was bekommt auch die heftigsten einem? Tja, können wir scheinbar nicht. Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Okay. Zur Rezeption. Können wir den dann nochmal weglocken? Für eine Maschine wirkt er ziemlich überfordert. Dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Ich bleibe lieber in Deckung. Das ist richtig. Ich bleibe lieber in Deckung. Zum Restaurant. Ja, okay. Hier ist ein Ei. Zwergschnabeltier. Na, sehr schön. Die Tasche. Können wir die vielleicht noch nehmen? Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird Oppenbot das bemerken und Alarm schlagen. Was hier fehlt, ist ein Plan. Voller Pfeile und Schleudern und Fallstricke. Und unvorhersehbarer Wendung. Oder wenigstens ein paar cooler Spezialeffekte in 3D. Das fehlt mir häufig. Vielleicht können wir die Taschen einfach austauschen. Wieder austauschen. Was war jetzt da nochmal drin? Jetzt ist nur noch Bosos Unterwäsche drin. Und die passt mir nicht. Aber steht mir. Ich kann mal Bosos Unterwäsche benutzen. Mit der Mutter. Was hat auf dem Beifahrersitz gestört und liegt deshalb jetzt im Kofferraum? Eine Mutter. Tja. Dieser verlauste Kopfkissenbezug eignet sich nur für genau zwei Dinge. Erstens, einen Kindergarten unter Quarantäne zu stellen. Und zweitens, ein Kopfkissenbezug. Tja. Wo können wir jetzt noch hin? In der Wäscherei waren wir lange nicht mehr drin. Vielleicht können wir ja Boses Anzug nochmal waschen lassen. Oder das Kopfkissenbezug hier. Waschmaschine. Entschuldigung, ich müsste auch mal an die Waschmaschine. Nein. Verdammt. Kumba doch. Kleiner Bügel. Ich kann meine Sachen immer noch trocknen, wenn mein Weltrettungsplan ins Wasser gefallen ist. Kisten? Entschuldigung, ich müsste auch mal an die Waschmaschine. Nein! Verdammt. Tja. Mitgenommen. Ich kann meine Sachen immer noch... Vielleicht können wir Papiergeld. Entschuldigung, ich müsste auch mal an die Waschmaschine. Nein! Verdammt. Okay, habe ich verstanden. Mysteriöse Wäschesektor. Offenes Feuer im Waschsalon ist jetzt aber keine gute Idee. Man kann schnell mal das halbe Dorf abbrennen. Und dann zeigen wieder alle auf dich und nehmen dir den Flammenwerfer weg. Und feuern die freundliche Kindergärtnerin wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Tja. Wir haben einen Kleiderbügel. Zu den Zimmern. Wir haben einen Kleiderbügel. Okay. Ich habe eine Idee. Da brauchten wir doch einen Stock. Vielleicht tut's der Kleiderbügel als Stock. So, du hast jetzt Pause, Schiedvogel. Ja. Das kommt davon, Dummschnabel.
Fisch. Glitschig. Ich nehme einen Fisch. Okay, jetzt haben wir immer noch kein Kerngeld. Ich sollte mein Geld lieber anlegen, als es irgendwelchen schrägen Vögeln in den Rachen zu werfen. Ich denke da zum Beispiel an Pfandbriefe oder Kommunalobligationen. Tja, Das wird dem Großmaul eine Lehre sein. Vielleicht können wir noch ein bisschen Pfeffer hineinströmen. Die Pelikan-Fütterungszeit ist vorbei. Als nächstes schaue ich mir die Pinguin-Show im Delfinarium an. Tja, vielleicht können wir ja den Fisch pfeffern. Der riecht schon würzig genug. Ach du grüne Neune, der hat ja gar keine Zähne. Wie alt ist der eigentlich? Sezieren. Mal gucken, ob ich ihn lecker zubereiten kann. Der bestand ja komplett aus Faulgasen. Jetzt sind nur noch die Schuppen übrig. Was? Schuppen? Ein Schuppenkissen. Na, großartig. Da hat man schon mal Schuppen und dann sind sie zu nichts zu gebrauchen. Och nee, bitte nicht. Das ist doch bestimmt Anti-Schuppen-Shampoo. Das würde ich noch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. Ich wollte gerade sagen, was machen wir denn jetzt mit Schuppen? Ich meine, ich kenne mich aus mit Schuppen, aber... Wollen wir tauschen? Fisch gegen... Gut, dann eben nicht. Okay, was machen wir jetzt mit dem Korkenzieher? Bitte was? Ich würde doch niemals hilflosen Tieren ein Leid zufügen. Nein. Also sowas. No animals will be harmed during the production of Deponia 3. Natürlich. Rufus ist immer der tierfreundlichste. Ja. Kerl. Damit könnte ich ihm das, aber das hier ist... Tja, wir haben Schuppen. Vielleicht können wir mit den Schuppen den Pastetenautomat. So ein Ärger. Dieser Automat akzeptiert nur Münzgeld. Und wo sollen wir jetzt Münzgeld herkriegen? Das muss ich nicht bezahlen. Es war ein Geschenk, im weitesten Sinne. Das muss ich nicht bezahlen. Es war ein Geschenk, im weitesten Sinne. Das muss ich nicht. Es war ein Geschenk. Weitest. Das muss ich nicht. Es war ein Geschenk. Weitest. Ja. Das muss ich nicht. Es war ein Geschenk. Weitest. Im weitesten Sinne war das ein Geschenk. Zurück zu den Zimmern. Schuppen. Vielleicht braucht er jetzt ja ein paar Schuppen. Brauchst du vielleicht Schuppen? Kapuze. Schuppen in der Kapuze eines Kahlkopfs. Genial. Wenn es so etwas wie eine Auto-Ehe gäbe, würde ich mir noch heute einen Antrag machen. Dann reden wir mal wieder mit ihm. Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Tja. Die ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Okay. Ich wusste doch, dass ich diese unästhetische Drecksfresse schon mal irgendwo gesehen habe. Zuerst dachte ich aber im Bowl. Keine Ahnung warum. Tja, Regen ist ja scheinbar nicht so wirklich die Alternative. Tarantelglas, die Dusche. Brauchst du Shampoo? Was ist das? Ein Shampoo? Sehe ich so aus, als hätte ich Probleme mit fettigen Haaren? Es hilft auch gegen Läuse und Schuppen. Dann solltest du es lieber behalten, oder? Okay. Wir können es ihm irgendwie hinstellen. Er wird es nämlich noch brauchen. Dieser Druck. Was, wenn ich versagen und die Welt doch untergehen wird? Okay, in dem Schrank waren wir schon öfters. Ich bin der Größte.
Wie können wir denn den Geistes loswerden? Kopfkissenbezug. Er braucht keine weltlichen Besitztümer mehr. Vorausgesetzt, seine Geschichte stimmt. Schnabeltischkissen nach draußen. Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde. Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Wir müssten den Geist erstmal loswerden. Er braucht keine weltlichen Voraus. Hey, bleib da. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja. Auf jeden Fall kommen wir da. Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Auf jeden Fall kommen wir dort weiter. Dann kommen wir nach draußen. Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja. Richtig. Verschwinde. Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Wie werden wir den jetzt los? Er braucht keine weltliche Voraus. Aber Staub kann er doch selbst gebrauchen. Er braucht kein Voraus. Hey, bleib. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja. Kannst du dich... Tja, Zimmerschlüssel braucht er nicht. Gucken uns hier. Er braucht keine Voraus. Tja. Okay. Dusche, der Seher, Tranteglas. Mr. Toffee. Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Tja, hey, anfassen können wir den nicht. Lass Mr. Toffee in Ruhe. Tja. Mit dem Kann Seher ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ja, was treibst du denn mal hier? Da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Aha. Verstehe. Das kann eine Weile dauern. Mensch, Rufus. Ach komm schon. Gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Er hat es anders gesehen. Okay. Tja. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Okay, die Schuppen haben wir ihm reingetan. Vielleicht können wir das Shampoo auch. Die Kapuze. Das würde den ganzen Gag ruinieren. Tja. Ja, den müssen wir loswerden und den Geist müssen wir loswerden. Tja, und Kletus müssen wir auch noch loswerden. Wie werden wir die denn alle los? Hallo, ist da draußen jemand? Der Wendt! Der Wendt, ja. Was? Tja. Und wir haben noch einen Kopfkissenbezug vielleicht. Toilettentür. Das Rätsel müssen wir auch noch lösen. Hier, damit geht's bestimmt. Möglich, aber nur wenn du versprichst, das anschließend für mich in die Wäscherei zu bringen. Ich glaube, ich finde noch was Besseres. Vielleicht Papiergeld. Hier, damit geht's bestimmt. Oh, das ist aber weich. Oh, ich danke dir. Was, das geht? Meine Reise setzen. Hier, das geht? Das. Was ist das? Dein Wechselgeld. Ich habe nicht alles aufgebraucht. Und nun, auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Halt, stopp! Verdammte Kiste, er ist weg. Wenn ich mir nicht ständig solche Dinge einbilden würde, wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Münzgeld. Och, Leute.
Er hat sich mit dem Papierschein den Po den Arsch abgewischt. Der Pops gemacht und ich bin fehlert. Ach Leute. Oh nein. Jetzt haben wir eine Münze für ein Pastetenauto. Ach nee. Das kann doch nicht. Da hätte ich drauf kommen sollen. Na gut. Verdammt. Die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Kopfkatz. Jetzt ist die scheiß Münze auch noch zu groß. Auf den ersten Blick sieht das nach einer Bombenidee aus. Halt im Inventar. Aber... ich sollte keine voreiligen Schlüssel ziehen. Oh Gott. Ja, wie machen wir die Münze jetzt noch kleiner? Och, ich verliere hier den Verstand. Münzgeld. Können wir das nochmal wechseln? Können wir nochmal auf die Toilette und nochmal Münzgeld wechseln? Das ist doch hier nicht wahr. Das ist doch hier nicht die Option. Ach, das ist doch nicht wahr. Das ist doch jetzt Münzgeld. Willst du mir mal was wechseln? Guck mal, ich habe etwas Geld gefunden. Prima. Dann kannst du ja endlich deine Schulden zurückzahlen. Das hatten wir schon mal. Erstens. Und das war ein Wunsch. Ich habe mir gewünscht, jetzt rechnen. Schwerer Seufzer. Die Münze müssen wir wohl erstmal behalten. Tja. Tja. Also wir haben noch nicht versucht, dem Seher eine Münze zu geben. Das haben wir noch nicht gemacht. Das haben wir noch nicht versucht. Ihm in die Kapuze stecken. Absurder Humor ist ja an sich okay. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Ich stecke die Münze gleich in die Toilette zurück. Ich gehe zurück zur Toilette und werfe das in die Toilette ran. Machen wir jetzt mal. Kannst du wieder haben. Dann ist ja weg. Mit diesem Krempel kann man sich nicht mal mehr den Hintern abwischen. Oh, wir können rein. Was? Soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Wow, der hat ja noch nicht mal abgespült. Dein ganzes Leben, Rufus. Ein Griff ins Klo. Was soll ich machen? In die Klo? Der hat ja noch nicht mal ab. Was soll ich machen? In die Kloschüssel gucken? Okay, Spülung. Schrott, steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Toilettenpapier. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Ja, gut. Toilettenpapier. Oh, sie schrie nach Klopapier. Und nun?